Ich schrieb einmal vor einiger Zeit, selbst in unseren Schlaf fällt unvergesslicher Schmerz, Tropfen und Tropfen auf unseren Herzen, bis uns in tiefster Verzweiflung und gegen unseren Willen die Weisheit von Gottes Gnaden erreicht. Wir brauchen in Deutschland keine Trennung. Wir brauchen in Deutschland keinen Hass. Wir brauchen in Deutschland keine Gewalt und Gesetzlosigkeit. Wir brauchen Liebe, Weisheit und Mitgefühl füreinander und ein Gefühl von Gerechtigkeit für die, die in unserem Land leiden und von unserer Verfassung gelenkt und untergeordnet werden. Ob sie nun reich oder arm sind, ob sie bereits angesehen oder unerwünscht sind, niemand in der Welt gibt uns das Recht, zu entscheiden zu dürfen, welche Art von Bedeutung eines Menschen in dieser und in der nächsten Generation für einen hat. Wenn Sie das verstehen würden, dann werden Sie auch mit der Entschlossenheit die aufrichtige Liebe in einem Land fühlen können und sie mit Entschlossenheit ausleben können. Gegensätze ziehen uns an, aber unsere Bedürfnisse sind für alle immer die gleichen. Es sind immer die gleichen Ziele gewesen, einen Frieden und Freiheit zu erlangen und dessen in der Welt der Bevölkerung das auszuleben zu können. Die Freiheit in der Welt, was wir unter Weltfrieden zu verstehen, zu glauben versuchten, ist seit 1000 Jahren von Menschenhand als Machtzentrum demonstriert worden und man versuchte, die Werte zu verkaufen, um Ruhm aufzubauen zu können. Nur so konnte man eine politische Kraft der Weltbevölkerung erreichen, um sie an die Seite zu lenken. Aber es war nie wichtig, diese Wertvorstellungen zu besitzen, um wirklich geachtet zu werden als Könige, Präsidenten oder auch als Kanzler. Die Macht steht in der Überzeugung der Weltbevölkerung, indem man wirklich für die Gerechtigkeit in der Welt dafür kämpft, dass niemand hungern muss, dass niemand in der Welt den Glauben zueinander verlieren muss, dass niemand sich wertlos fühlen muss, dass niemand das Vertrauen sich in Frage stellen müsste. Wenn wir alle in der Welt Bereitschaft zeigen würden und dabei versuchen würden, alle Probleme in der gesamten Weltgeschichte sie zu bereinigen. Menschen sind sehr wohl lernfähig, denn sie haben alle aus schulischen Aktivitäten gelernt, dass man sozialen Umgang und Kompromisse eingehen sollte. Daher ist es auch möglich, dass wir auch in der Welt da draußen die Probleme bewältigen können, wenn sie alle in der Welt mit anpacken würden, die Grenzen und Kulturen zu verstehen, zu versuchen, um die Fehleinschätzungen in der gesellschaftlichen Geschichte daraus zu lernen. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen rechts, links, zentral oder auch weiß oder schwarz unterzuordnen zu müssen. Unsere Aufgabe ist es, die Werte einer Herkunft in aller Welt lernen zu müssen, um sie zu verstehen. Denn wir wissen alle, jeder hat seine dunkelste Jahre einer geprägten Geschichte in einem Land erleben müssen. Und die meisten von euch leben nur das weiter aus, was unsere Vorfahren versucht hatten zu vermitteln. Aber auch sie waren von ihren Vorgängern geprägt. Deshalb frage ich euch, hat niemand sich mal die Frage gestellt, ob irgendjemand vielleicht einem zu Unrecht getan hatte? Und sie nur versuchten, aus Macht und Missgunst eine falsche Denunzierung auszuleben, weil sie selbst mit falschen Wahrheiten in der Öffentlichkeit konfrontiert wurden. Ich habe einen Traum. Ich glaube und ich bin auch davon überzeugt, dass die Werte eines Menschen sich reparieren lässt. Ich glaube auch, dass die Menschen das in der Welt tun könnten, wenn sie alle in der Welt versuchen würden, Liebe, Respekt, Offenheit, Aufgeschlossenheit, Toleranz, Verständnis, Zeit, Mitgefühl und Entschlossenheit für einen mitbringen würde. Dann wäre auch der Ruf in allen Ländern in einer positiven Sicht gelangt. Sie sind nicht die Bürger in aller Welt an allem schuld daran, dass falsche Werte vermittelt wurden. Schuld sind nur die von der Macht auslebten und eine Organisation in einer Kultur und der Gesellschaft zu ihren Gunsten danach strebten. Wir leben und lernen
von unseren Vorfahren und wir prägen uns von der Erziehung, von ihrem Leben, die sie als Werte versuchten zu ergänzen, die sie selbst vielleicht nicht verstanden haben. Denn die Organisation von Macht wird und wurde von falschen Werten repräsentiert. Niemand in der Welt hatte das Recht zu entscheiden, ob er alt oder jung sterben muss, oder ob er reich oder arm ist, oder ob er schön oder hässlich ist. Für einen sein darf unter einer Weltbevölkerung oder Bevölkerung. So wird niemals ein Frieden in der Welt der Bevölkerung zu Verständnis gebracht. Nur so werden wir weiter von der Macht denunziert und von anderen Werten entwertet werden. Nein, meine liebe Bürger und Bürgerinnen, so funktioniert keine Liebe, Respekt, Offenheit, Aufgeschlossenheit, Toleranz, Verständnis, Zeit, Mitgefühl und Entschlossenheit unter einer besseren Weltbevölkerung, dessen gesellschaftlichen Ziele nicht. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass nicht nur ich daran glaube, sondern ich bin auch der Überzeugung, dass John F. Kennedy, Martin Luther King und Robert Kennedy auch daran glaubten. Nur waren sie noch nicht so weit, darüber zu sprechen, weil sie selbst noch nicht die Macht hatten, das zu erklären zu können. Weil sie selbst noch nicht der Herrscher einer Bevölkerung waren. Und das kann man nur machen, wenn man quasi über ein ganzes Volk repräsentiert und auch das Sagen hat. Und da bin ich der festen Überzeugung, das hätte Martin Luther King, auch John F. Kennedy und Robert Kennedy dem Menschen auch vermitteln wollen. Deshalb habe ich mich auch weiterentwickelt und habe die Aufgabe für Sie jetzt der Weltbevölkerung versucht zu weiterzugeben. Nur die Gerechtigkeit kann den Menschen weiterhelfen. Nur die Gerechtigkeit kann generell Liebe und Respekt gewinnen. Deshalb sage ich auch mit Worten von John Lennon und von Worten von mir: Seid dankbar, dass ihr auf der Welt seid. Seid dankbar, dass ihr mit Respekt nur die Liebe gewinnt. Und mit Liebe gedeihen wir. Deshalb sage ich Frieden auf Erden. Liebe auf Erden. Nur so gewinnen wir die Gerechtigkeit. Peace and Love. Euer Andrew Winston Lennon.